Bundesliga, 12. Spieltag. Es geht weiter nach der Knaller Champions League Woche. Wir haben Top-Tipps am Start für dein Bundesliga-Wochenende, was du jetzt unbedingt beachten musst beim Wetten nach den Champions League Spielen und natürlich auch wieder unser Paysafe Card Gewinnspiel. Also bleib am Ball, wir gehen rein in die Spiele. Ab geht's. Wilder Ritt bereits am Dienstag in der Champions League. Jede Menge Action gewesen, Tore gefallen ohne Ende in manchen Matches und es geht dann auch knackig mit der Bundesliga weiter. Das Spiel am Freitag, das lassen wir direkt aus. Wir reden hier ja über erste Liga und nicht über die zweite. Und dementsprechend, Pauli und Kiel sind hier raus, Freunde. Schwer zu tippen, das Spiel auf einer ernsten Seite. Ich denke, eigentlich fair gesetzt. Untertore würden mir hier gut gefallen, aber ist relativ fair quotiert. Also, das ist erstmal direkt raus für uns. Was müsst ihr jetzt unbedingt beachten? Also, Champions League, Doppelbelastung, Verletzungen. Es ist ja wirklich gerade ein richtig straffes Programm, ne? Und von daher müsst ihr echt ein Auge drauf haben, was unter der Woche abgeht. Bereits am Dienstag war es ja schon echt spannend. Und wenn du am Wochenende nicht aussehen willst nach deinen Bundesliga-Wetten wie Pep Guardiola am Dienstag, der sich das halbe Gesicht runtergezogen hat nach dem 3:3 für City, dann solltest du jetzt unbedingt aufpassen, denn City ist ein gutes Beispiel, komplett überspielt, einige Verletzungen, Kader wirklich vollkommen neben der Spur und auf kleinem Level gibt es das auch so in der Bundesliga. Das von City ist natürlich beispiellos, aber genau auf sowas musst du jetzt aufpassen. Welche Teams gehen auf dem Zahnfleisch? Welche Teams haben Pause gehabt? Das ist jetzt wirklich ganz, ganz wichtig. Auf den ersten Blick sehen wir hier Leverkusen. Die hatten unter der Woche aber ein sehr entspanntes Programm zu Hause gegen Salzburg. Das war jetzt wirklich nicht die ganz große Belastung. Ja, sie haben auch mit Verletzungen im Kader zu kämpfen. Aber insgesamt, glaube ich, werden sie hier einigermaßen frisch nach Berlin reisen. Das ist ein hartes Auswärtsspiel. Ich würde eigentlich oft sagen, lass die Finger von so einem Match. Unter der Woche Champions League, Mannschaft müde, Union wird einfach hinten drin stehen. Das wird super schwer. Aber ganz ehrlich, Leverkusen kann tiefstehende Gegner gut bespielen. Von Union erwarte ich offensiv einfach überhaupt nichts, wie gegen fast jeden Gegner. Leverkusen sehe ich hier mit 65-70% Ball. Und ich kann mir hier gut vorstellen, dass Leverkusen hier easy die Null hält. Und sie sind wirklich in der Lage, früher oder später so eine Defensive zu knacken. Und die 1,72 Siegquote hier, die ihr hier seht, das war am Montag, als wir den Podcast aufgenommen haben, eine 1,80. Das hat mich schon krass gewundert. Wir wollten es als Wette rausgeben, dann ist es leider ein bisschen gefallen. Und jetzt ist es bei den meisten Buchmachern irgendwas 1,75, 1,76. Da geht noch was. Und alles ab 1,80 auf dem Auswärtssieg finde ich richtig gut. Also wenn du am Spieltag das dann siehst oder live nach den ersten Minuten, dann auf jeden Fall Auswärtssieg Leverkusen. Hier noch keine offizielle Wette, aber ich werde es auch nochmal bestätigen. Wenn du keine Wetten kurzfristig verpassen willst, join die Free Telegram, die unterm Video ist. Und wie gesagt, auf jeden Fall die erste starke Tendenz ist hier der Auswärtssieg für Leverkusen. Dafür ist Union mir einfach zu harmlos. Die erste Wette, die ich dann rausgeben will, ist Leipzig und das ist auch ein Spiel, was natürlich jetzt echt schwierig ist. Ihr habt es unter der Woche gesehen, Leipzig sang- und klanglos ausgeschieden aus der Champions League quasi. Nächste Niederlage, da geht offensiv wirklich gar nichts. Defensiv spielen sie eine sehr, sehr solide Saison und Wolfsburg kann mit dem Ball nichts anfangen. Leipzig hat die Champions League jetzt in den Knochen, es läuft sowieso nicht und dann kommt so eine Mannschaft wie Wolfsburg, die einem den Ball gibt und sich hinten reinstellt. Das könnte eine ganz schön zähe Nummer sein. Geht hier nicht mit dem Sieg Leipzig. Ich könnte hier stolpern sehen. Sowas wie ein 1-0, 1-1 kann ich mir gut vorstellen. Und Untertore sind hier wirklich top. Also gehen wir mal rein. Ihr kriegt hier unter 3. Wir haben es um eine 1,90 rumgespielt. 1,82 ist auch gut. Volle Absicherung bei 3 Toren. Erst bei 4 Toren verlierst du. Und das sehe ich hier einfach nicht. Also, wie gesagt, Wolfsburg wird einfach tief stehen. Leipzig wird versuchen. Sie haben aber jetzt nicht so diese Offensive wie in den letzten Jahren, wo sie hier einen Gegner mit 3-4 Toren nach Hause geschickt haben. Und dementsprechend ganz klare Unterwette für uns. Leipzig natürlich auch ein bisschen müde. Demotiviert werden sie auch sein. Also, sehr schöner Spot für die Untertore. Wenn du es noch nicht gemacht hast, dann hau jetzt gerne auf den Like-Button. Würde mich richtig freuen, wenn wir wieder über 75 Likes kommen in dieser Woche. Push das Video, push den Kanal und gibt uns natürlich sehr gutes Feedback. Motiviert einen immer weiter durchzuziehen. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, abonnieren des Kanals mit Glocke wäre natürlich top, denn dann verpasst du gar keine Wette mehr. Und weiter geht's. Bevor wir zu den nächsten Champions League Clubs kommen, nehmen wir hier nochmal richtig harte Kost. Und das ist Augsburg-Bochum.
Augsburg ist hier ein großer Favorit und ja, sie haben sich defensiv verbessert, aber offensiv geht ja seitdem gar nichts mehr. Und Bochum auf der anderen Seite ebenfalls. Die haben jetzt defensiv mit dem neuen Coach hinten ordentlich dicht gezogen und die werden hier Augsburg den Ball geben und Augsburg hasst nichts mehr, als es den Ball zu kriegen. Also das könnte wirklich ein widerwärtiger Abstiegskick hier werden. Für mich die stärkste Wette des Spieltags, wir haben das am Montag schon als Slam-Dunk-Wette bezeichnet, unter 2,75 Tore, 1,89, super, wir haben sogar noch unter 3 gekriegt, hier bei dem Buchmacher wird es vielleicht ein bisschen schlechter sein, ja, man sieht sie gerade leider nicht, aber unter 2,75 auch top, unter 3 sowieso, Absicherung beim dritten Tor, ich kann mir hier echt vorstellen, 1-0, 1-1, 0-1, Einzige, wie ich das sehe, dass wir hier 3 Tore oder mehr sehen, ist hier so ein Slapstick-Spiel mit Eckentor, Elfmeter, reingestochert, weiß ich nicht. Das wird widerlich, guckt es euch einfach nicht an. Zum Einsatz muss ich noch sagen, das war für uns eine sehr, sehr stabile Wette, eine der besten der Bundesliga in den letzten Wochen. Jetzt hört man so ein bisschen, dass es sein könnte, dass Bauer in der Abwehr spielt bei Augsburg. Das wäre für uns ein massives Downgrade. Immer wenn er spielt, sieht die Abwehr deutlich schlechter aus. Also wenn du die Geduld hast, kannst du natürlich die Aufstellung abwarten am Spieltag. Ansonsten kann man bereits jetzt aber trotzdem mitnehmen. Widerlicher Abstiegskampf, schöne Unterwette. Freiburg-Gladbach kann ich noch kurz anschneiden. Hier hatte ich die starke Tendenz auf Gladbach plus 0,75 im Asian Handicap, also doppelte Chance und wenn Gladbach mit einem Tor verliert, halbes Geld zurück. Denn Freiburg war für mich ein zu großer Favorit. Der Markt hat sich mittlerweile ein bisschen korrigiert. Die plus 0,75 gibt es jetzt hier so nicht mehr und ich habe mich auch nicht durchringen können zu der Wette. Ist jetzt einfach fair. Gladbach ist ein schwaches Auswärtsteam. Freiburg ist zu Hause deutlich besser als auswärts. Die Quote macht dann so insofern schon ein Stück weit Sinn, wo sie jetzt liegt und von daher gehen wir mal drüber über die Nummer. Die nächste Unterwette, die euch bestimmt verwundern wird, ist Bremen gegen Stuttgart. Viele von euch verbinden ja Stuttgart wirklich mit sehr vielen Toren. Ist momentan einfach nicht Phase bei Stuttgart. Seitdem Undav raus ist, haben sie halt vorne mit Demirovic drin ein ordentliches Downgrade. Der passt da wirklich nicht so gut rein. Viel weniger Torgefahr. Unter der Woche noch ein hartes Auswärtsspiel in der Champions League. Und Bremen spielt sehr soliden Fußball, wirklich aus einer guten Systematik raus. Nicht vogelwild oder ähnliches. Und ich glaube, das wird hier enger als manches vermuten. Ich kann mir hier gut sowas wie ein 1:1 vorstellen in die Richtung. Und die Torzahl war hier wirklich krass. Unter 3,5 haben wir gespielt. Ich schaue mal hier rein. Hier ist jetzt eine 1,57, gerade so grenzwertig. Alles über 1,60 finde ich hier gut. Ihr könnt natürlich auch unter 3 spielen mit Absicherung, quasi 1,95 auch gut. Ich kann mir ja vorstellen, es wird eng. Stuttgart geht natürlich so ein bisschen mit den Kräften, müssen sie haushalten, haben Verletzte im Kader, haben weniger Offensive. Ich kann mir hier, wie gesagt, guten Unentschieden vorstellen, knappen Auswärtssieg, sowas in die Richtung. Auf jeden Fall 4 Tore sehe ich hier nur sehr schwer. Dritte Unterwette, aber mir gefallen halt sehr viele von diesen Matches an dem Wochenende. Wir werden sicherlich belohnt werden. Gehen wir mal weiter. Ja, und hier ist leider auch schon wieder eine Quote in Bewegung geraten. Heidenheim-Frankfurt, das war eine geniale Wette am Sonntag oder Montag. Wenn du es noch nicht gemacht hast, hol dir unseren Podcast. Entweder bei Spotify oder Apple Podcast findest du uns mit unserem Podcast. Findest du auch auf unserer Website oder unserem Video verlinkt. Denn da gehen wir am Anfang der Woche bereits über die Quoten rüber. Und hier hatten wir wirklich eine Quote um 2,10 auf Sieg Frankfurt. Und dann konntet ihr Folgendes machen. Dann konntet ihr die Absicherung spielen. Sieg Frankfurt, unentschieden halbes Geld zurück. Das wird jetzt hier bestimmt leider nicht mehr so genial sein. Ist jetzt eine 1,65. Es gefällt mir nicht mehr. Live. Alles so ab 1,76, 1,77 mit der Absicherung finde ich gut. Warum hätte ich gerne die Absicherung? Frankfurt sowie Heidenheim, beide Doppelbelastung am Donnerstag. Frankfurt hat aber den deutlich breiteren Kader und die können das besser abfangen, gerade als Heidenheim. Heidenheim, wirklich besorgniserregend ausgesehen in den letzten 3-4 Spielen. Die sind einfach drüber. Ihr müsst euch mal vorstellen, mit dem Kader auf 3 Hochzeiten tanzen, sind dann ja im DFB-Pokal jetzt raus. International sieht es noch so aus, als ob sie weiterkommen würden. Und das ist zu viel für so eine Truppe, die in ihrer ersten Elf sicherlich sehr gut Bundesliga-tauglich ist, aber in der Breite können die nicht mithalten. Und Frankfurt hat in diesem Jahr in der Breite sehr, sehr gute Qualität. Die können durchrotieren, die können Kräfte einteilen. Die klicken offensiv wirklich super. Und in den letzten Wochen, ja, haben sie da wirklich natürlich vorne Spieler drin, die alles abreißen. Und mit der halben Absicherung beim Unentschieden war das hier ein super Auswärtssieg auf Frankfurt. Also ihr könnt auch ganz klein einfach den direkten Sieg zu 1,94 spielen. Ansonsten mit Absicherung gerne nochmal am Spieltag reinschauen oder live. Auf jeden Fall die nächste Wette, die ich rausgeben will. Und dann haben wir schon mal 4 Plays an der Hand, die sehr stark sind. Und natürlich der Klassiker.
das Topspiel am Samstag 18:30 Dortmund-Bayern. Ich kann da jetzt nicht einfach so rübergehen und sagen, hier Freunde, tippt mal los im Gewinnspiel und ich sag hierzu nichts. Dafür ist das Spiel natürlich einfach zu wichtig. 1,63 Favorit Bayern auswärts bei Dortmund. Tore liegen ziemlich hoch, werden so bei 3,5 sein. Ja, genau. Finde ich eigentlich sehr fair. Das ist jetzt wirklich ein Spiel, ihr werdet jetzt vielleicht enttäuscht sein, aber ich kann wirklich nicht mehr sagen, als ihr müsst auf die Aufstellungen warten. Dortmund kann in Bestbesetzung mit einem guten taktischen Ansatz, können die den Bayern wehtun. Vor allem zu Hause. Aber Sahin coacht halt leider wirklich nicht konstant. Wenn wir hier wieder irgendeinen Unfug sehen, dann könnte das ganz schön nach hinten losgehen für Dortmund. Jetzt zuletzt, die letzte Aufstellung, die sie gespielt haben, hat mir super gut gefallen. Wenn sie wie am Wochenende spielen würden und auch einen mutigen Fußball dabei spielen und aus dieser Grundordnung kein Emre Can mit Mecha im Mittelfeld und auch die Flügel dementsprechend aufstellen und sollte dann wirklich vorne auch wieder Qualität im Zentrum drin sein, nicht wie mit Donny Malen, dann haben sie hier echt eine Chance, was mitzunehmen und in Dortmund zu behalten gegen die Bayern. Die sind nicht unschlagbar. Die sehen in der Bundesliga unschlagbar aus, weil die Teams sich nicht trauen, sich hinten reinigeln, sich nicht trauen zu kontern. Die Bayern schieben immer hoch. Man kann das bestrafen. Es kommt hier wirklich drauf an, was macht Sahin. Und das ist wirklich der große Unterschied. Wartet bitte bis zum Spieltag. Live könnt ihr sicherlich Sieg Bayern spielen, wenn sie euch gefallen. Wenn ihr es mit Dortmund gehen wollt, dann wartet auf die Aufstellung. Es ist ein knackiges Spiel. Wird auf jeden Fall von uns auch live verfolgt. Vielleicht gibt es ja was bei Telegram. Ich bin jetzt auf deine Meinung gespannt. Einmal in die Kommentare, dein Ergebnistipp, kurze Analyse, warum es so kommt und ein Torschützen. Und dann bist du wieder dabei beim PaySafeCard-Gewinnspiel. Drei Kandidaten haben es aufs Gewinnrad geschafft in der letzten Woche. Marcel's Ball 7848 hat gewonnen. Ich gratuliere dir recht herzlich. Lass uns eine E-Mail zukommen mit einem kurzen Beweis, dass dein Account ist. Und dann erhältst du deine PaySafeCard. Ganz viel Erfolg, Freunde. Viel Spaß noch unter der Woche. Champions League, Europa League und am Wochenende natürlich beim Knaller Dortmund gegen Bayern. Wir hören uns sehr bald mit dem nächsten Video. Also like das Video hier, abonniere den Kanal und bis bald. Ciao.